Nächste Woche, voraussichtlich Montag oder Dienstag, wird Apple gegen 19 Uhr deutscher Zeit iOS 17.3 und weitere Software-Updates veröffentlichen. Und was ihr vorher beachten solltet, erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Wenn dich Videos zu neuen iOS-Versionen interessieren, ist mein Kanal genau der richtige für dich. Lass jetzt also gerne kostenlos ein Abo da, um in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr zu verpassen. Das Update auf iOS 17.3 kommt mit einigen neuen Funktionen, unter anderem auch einem sehr wichtigen neuen Sicherheitsfeature, welches ihr in den Einstellungen findet, sobald iOS 17.3 auf eurem iPhone installiert ist, dann einmal unter Face ID und Code. Und daraufhin könnt ihr hier einmal etwas weiter nach unten scrollen, denn dann gibt es hier einmal die Funktion Schutz für gestohlene Geräte. Und das solltet ihr auf jeden Fall aktivieren, um eure Apple ID, eure Passwörter und so weiter zu schützen, sobald ihr iOS 17.3 installiert habt. Ich werde dazu aber noch ein ausführliches Video machen, beziehungsweise in meinem Video zu den Neuerungen in iOS 17.3 etwas genauer darauf eingehen. Dieses Video erscheint, sobald iOS 17.3 verfügbar ist. Bevor ihr nun aber das Update auf iOS 17.3 installiert, empfehle ich euch auf jeden Fall ein Backup eurer Daten zu machen. Das funktioniert entweder über euren Mac oder PC, über den Finder bzw. iTunes oder ganz einfach hier über die Einstellungen, dann auf eure Apple ID, iCloud und dann etwas nach unten scrollen zum iCloud Backup und hier könnt ihr einmal raufgehen und schauen, dass ihr eben hier ein aktuelles Backup erstellt. Also das Ganze könnt ihr natürlich auch automatisch machen oder hier jetzt einmal manuell Backup jetzt erstellen, antippen und daraufhin eben ein Backup erstellen, damit, sollte es irgendwelche Fehler geben, ihr eure Daten nicht verliert und diese einfach aus dem Backup wiederherstellen könnt. Zusätzlich könnt ihr natürlich auch einzelne Backups von bestimmten Daten in Apps machen, wie zum Beispiel in WhatsApp. Könnt ihr hier ganz einfach einmal auf eure Konversationen gehen und dann hier eben ein Backup erstellen. Also hier ganz einfach ebenfalls auf Backup jetzt erstellen gehen und dann werden hier eure ganzen Bilder, Verläufe, Videos und so weiter ebenfalls in der iCloud gesichert. Wenn ihr mit iOS 17.3 das Beta-Programm genutzt habt, also die Public- oder Developer-Beta und möchtet das zukünftig nicht mehr, dann könnt ihr ganz einfach das Beta-Profil entfernen bzw. das Ganze wieder deaktivieren unter Allgemein Software-Update und dann findet ihr hier ganz oben, nachdem das kurz geladen hat, hier einmal Beta-Updates und hier könnt ihr jetzt ganz einfach wählen zwischen dem Developer-Beta-Update, dann hier Public-Beta oder eben das Ganze ausschalten und in diesem Fall müsstet ihr das dann deaktivieren, also ausschalten, damit ihr in Zukunft zum Beispiel iOS 17.4 Beta 1 nicht mehr angezeigt bekommt. Und ganz wichtig, solltet ihr bereits den Release Candidate von iOS 17.3 installiert haben, dann bekommt ihr sehr wahrscheinlich kein Update auf iOS 17.3 final mehr angezeigt, da das die gleiche Version ist. Da das Update auf iOS 17.3, je nachdem was für ein Gerät ihr habt und von welcher iOS-Version ihr kommt, durchaus einige Gigabyte groß sein kann, solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, genügend Speicherplatz zu haben. Hier, das könnt ihr ganz einfach in den Einstellungen unter Allgemein und dann etwas weiter unten unter iPhone-Speicher sehen, wie viel ihr aktuell noch zur Verfügung habt von euren verfügbaren Speicherplatz. In meinem Fall hier jetzt noch gute 80 GB frei. Das reicht auf jeden Fall. Ihr solltet darauf achten, dass ihr so etwa 5 bis 10 GB frei habt, damit ihr das Update herunterladen und installieren könnt. Da das Update auf iOS 17.3 gegen 19 Uhr deutscher Zeit erscheint, solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, dass ihr noch genügend Akku habt. Apple empfiehlt mindestens 30%. Ich würde sagen, etwas angenehmer ist es mit 50% und im besten Fall ladet ihr euer iPhone parallel auf, während das Update installiert wird. Aber mindestens 30% sind hier auf jeden Fall notwendig, um das Update auf iOS 17.3 zu installieren. Und zu guter Letzt ist es durchaus empfehlenswert, nicht direkt iOS 17.3 zu installieren, da durchaus noch Fehler vorhanden sein können und Apple zeitnah iOS 17.3.1 veröffentlichen könnte. So war es zumindest bei iOS 17.1, 17.2 und daher könnte es auch hier der Fall sein, dass Apple nochmal nachbessert. Und dementsprechend, wenn ihr Fehler vermeiden möchtet, dann wartet noch ein paar Tage ab, beziehungsweise ein, zwei Wochen. Denn es ist durchaus möglich, dass noch ein kleines Update hinterhergeschoben wird. Und dann müsst ihr eben nicht vorher mit iOS 17.3 und den Fehlern leben, sondern könnt direkt iOS 17.3.1 installieren. Und damit wären wir dann auch schon am Ende dieses kurzen Videos angekommen mit ein paar Tipps, die ihr beachten solltet, bevor ihr iOS 17.3 auf eurem iPhone installiert. Ich hoffe natürlich, dass ich euch damit helfen konnte, euch gut vorzubereiten. Wenn das der Fall war, lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr weitere Tipps und Tricks habt, dann schreibt sie mir unten in die Kommentare. Und vergesst nicht, meinen Kanal kostenlos für weitere ähnliche Videos zu abonnieren. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut.